2006 im Mozartjahr in Wien uraufgeführt, erleben die Weberischen, so heißt sie, die musikalische Komödie von Felix Mitterer am kommenden Wochenende hier am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen. Eine deutsche Erstaufführung. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Vorhang auf. An meiner Seite der Intendant und Regisseur des Stückes, Lutz Hillmann. Schönen guten Tag. Hallo. Ich zitiere mal: humorvoll, bissig und derb sei die Komödie des Tiroler Heimatdichters. Was hat denn den Ausschlag gegeben, gerade dieses Stück hier am Haus zu inszenieren? Ehrlich gesagt haben wir alle mit Vergnügen diese Fernsehaufzeichnung der Wiener Uraufführung gesehen und gesagt, das ist ein super Stück, also sehr ironisch, geht sehr ironisch und sehr augenzwinkernd mit so heroischen und so berühmten Figuren wie Mozart um. Und wir haben ein sehr starkes Frauenensemble. Das in dem Stück kommen ja im Grunde genommen nur Frauen vor. Auch ein Mann, der dann aber eine Frau spielt. Und da ist es sehr gut für unser Ensemble und es ist, denke ich, auch sehr gut für unseren Spielplan. Vielleicht mal ein bisschen was zum Inhalt des Stückes, damit der Zuschauer schon mal ahnen darf, um was es geht. Ja, Mitterer wendet einen ziemlichen guten, fast genialen Kunstgriff an. Er erzählt eigentlich die ganze Zeit über Mozart und über das Leben von Mozart, ohne Mozart ein einziges Mal auftreten zu lassen. Mozart ist nur in Form von Off-Auftritten, also dass man ihn seitlich oder im Vordergrund der Bühne anspricht, oder er ist tot und liegt auf der Bühne oder spielt im Nebenzimmer Klavier. Ansonsten wird das alles abgehandelt über die Familie Weber. Er war ja bekanntermaßen mit Constanze Weber verheiratet und deren drei Schwestern und die Mutter, die Übermutter, die Muttersau, wie sie sich selber bezeichnet, Cecilia Weber, die ganze Familie im Griff hat und ihre Kinder auch so gut wie möglich zu versorgen sucht mit Männern, auch mit potenten, auch finanziell gut stehenden Ehemännern zu versorgen sucht. Davon handelt die Geschichte. Lutz Hillmann und Mozart, ist das eine ganz besondere Beziehung? Ja, wir haben uns jetzt nicht so direkt gekannt. Aber natürlich ist man, wenn man am Theater arbeitet, Theater ist ja nicht bloß für die Zuschauer, die herkommen in eine Bildungsveranstaltung, sondern auch für alle, die am Theater arbeiten. Und man lernt ja, wenn man so eine Weile am Theater gearbeitet hat und ein ganzes Repertoire gespielt hat, das eine oder andere kennen. Nun machen wir hier bei uns kein Musiktheater. Mozart hat ja nur wirklich tolle musikalische Werke geschrieben, aber es gibt natürlich auch in der Dramatik sehr gute Stücke, wie zum Beispiel Amadeus von Peter Schaffer, das ja viele kennen durch den Film. Aber da habe ich das Vergnügen gehabt, zweimal mitspielen zu dürfen. Einmal im Staatsschauspiel in Dresden und dann hier bei uns auf der Bühne auch. Und da ist man dann natürlich sehr nah dran an der Musik und an der Biografie von Mozart. Und es ist eine faszinierende, schillernde Persönlichkeit. Lutz Hillmann als Regisseur, nur Frauen auf der Bühne, ist das was anderes? Klar, das ist was anderes. Also wenn man, das hängt natürlich damit zusammen, wie man auch probiert und auf den Proben gibt es eine gewisse Atmosphäre, man muss sich ja miteinander zusammenraufen, die Schauspieler, der Regisseur, die Schauspieler untereinander und so weiter, das ist ja eine Ensemblekunst. Und dann ist es schon ein Unterschied, ob man nur mit Männern oder nur mit Frauen oder mit Männern und Frauen auf der Bühne zusammenarbeitet. Was ist da so anders, wenn ich mal konkret nachfragen darf? Ja, was da so unter Mädels so abläuft während der Probe, ist schon was anderes, als was die Jungs untereinander ausmachen. So, das müssen wir schon sagen, ohne jetzt aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen. Ich hatte ja bei unserem Bühnenballprogramm bei Daphne hat Geburtstag, unbeschreiblich weiblich, das Vergnügen, nur mit Männern zu arbeiten, die dann wiederum alles Frauen spielten. Und das war garantiert eine andere Arbeit, als die ich jetzt hier gemacht habe. Aber beides hat seinen Reiz und beides, muss ich schon sagen, macht auch unheimlich Spaß. Ich habe mir ja zum Ausgleich hier auch noch ein paar Jungs mit dazugenommen, nämlich die Musik wird ja bestritten von Tasso Schille und unserer Faktotenband, die wir haben. Also Schikaneders, das findet ja alles auf dem Theater, Freihaustheater von Schikaneder statt, den man ja als Librettisten der Zauberflöte kennt und auch ja, vielleicht sogar Freund von Mozart. Und er, das ist die Handlung des Stückes, er führt dieses Stück, was wir hier sehen, auf seinen Brettern in Wien auf. Vielleicht noch mal ein Wort zu den Bildern, die wir zu Beginn unserer Rubrik gesehen haben. Opulente Ausstattung, das kann man ja so sagen. Na, wir mussten uns natürlich, ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir haben uns etwas inspirieren lassen oder zumindest haben wir das Stück kennengelernt über die Fernsehaufzeichnung dieser sehr guten Inszenierung aus Wien.
Man muss sich dann natürlich dann auch ästhetisch davon absetzen, denn wir wollen ja nicht, dass wir als Plagiatoren hier beschimpft werden, sondern wir mussten eine ganz andere Handschrift finden, eine andere Ästhetik finden, eine andere Auffassung von dem Stück finden. Und dazu gehört, dass wir das eben auch etwas historischer, sage ich mal, auffassen, als das in Wien gemacht wurde. Da war das sehr modern, fast zeitlos, denke ich, was auch sehr gut der Inszenierung tat. So konnten wir es nun einfach nicht machen. Deswegen haben wir uns auf so eine Ästhetik geeinigt und wir haben eher als etwas verbindlich genommen, diese Absprache, alles findet als Aufführung bei Schikaneder im Theater statt. Das heißt, das Ganze ist eine Aufführung einer Geschichte, die wir in dieser Verfremdung hier bei uns erleben. Warte mal, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche viel Erfolg für die deutsche Erstaufführung am kommenden Wochenende für die Premiere. Übrigens noch mehr Informationen auch über die anderen Aufführungstermine, die gibt es im Internet unter www.theater-bautzen.de. Machen wir das doch einfach weg! Denn ohne den Schutz der Kirche, da bringt ihr es lieber gleich um die Ecke! Ja.